Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen zu Genreparatur und Stammzellen und was möglicherweise, wir haben ja gerade über die Therapie gehört, die nicht spezifisch ist bei AAVC und vielleicht kommen wir da mal irgendwann hin, aber es ist noch ein, ein weiter Weg, würde ich sagen, aber so ein paar Sachen kann ich Ihnen jetzt vielleicht vorstellen, aber auch die Zukunft ist nicht ohne Vergangenheit und ich habe mich forschungstechnisch sehr viel mit AAVC beschäftigt und angefangen, erschreckenderweise für mich, schon vor 15 Jahren haben wir nämlich dieses Gen gefunden, das, was viele von Ihnen kennen, das Plakophilin 2 und dass das eine häufige Ursache der AAVC ist. Und wenn Sie hier mal schauen, hier, Herr Wichters hat heute zum Beispiel gesprochen, Herr Schulze-Bahr sitzt hier. Also wir haben damals schon an AAVC gearbeitet und es ist immer schön, auf, zu solchen Ereignissen dann auch die Kollegen wiederzutreffen. Also immer noch die Kompetenz seit 15 Jahren mindestens. Ich bin dann mal kurz nach Nordamerika gegangen, nach Kanada, nach Calgary und war da 7 Jahre. Und gar nicht so beabsichtigt kam da auch wieder AAVC vor. Und zwar hat man mir da erzählt, dass Kinder schon im Alter von 8 Jahren, 9 Jahren plötzlich versterben und dass man da auch in der Autopsie so Fettgewebe gesehen hat und ob ich da nicht mal schauen wollte. Und man muss sagen, dass diese Kinder zu einer sehr spezifischen Bevölkerungsgruppe hier gehört, den sogenannten Hutterern, und die sind deutschstämmig und sind vor ungefähr 150 Jahren nach Nordamerika ausgewandert und leben da immer noch, also das ist ein sind aktuelle Bilder, immer noch in diesen Kolonien. Und und man kann sich vorstellen, dass der Genpool klein ist, also die sind alle mindestens zweitgradige Cousins zueinander und damit gibt es natürlich sehr viel rezessive Erkrankungen. Und was wir dann tatsächlich da feststellen konnten, ist eine rezessive Form der arrhythmogenen Kardiomyopathie. Und hier eben, wie wir auch schon gesagt haben, nicht immer nur ist der rechte, hier war ganz spezifisch auch der linke Ventrikel sehr stark betroffen und hat auch diese Aneurysmen gezeigt. Und es gibt noch andere rezessive Formen, kommt jetzt hier nicht so, die Haut, also zusätzlich Hauterkrankungen hat. Das kennt man von dieser Naxos-Erkrankung, da ist die Erkrankung ja mal entdeckt worden, muss man sagen. Das hatten diese Patienten hier nicht. Aber wir haben dann geschaut und es war eine Mutation in dem sogenannten Desmocollin, was auch eins von diesen desmosomalen Proteinen ist. Das Interessante war, als wir dann hier, das ist eine Biopsie aus dem Herzen und man färbt hier diese bunten Striche, dieses Desmocollin an mit einem sogenannten Antikörper. Und bei den Patienten konnten wir gar kein Desmocollin mehr finden. Das heißt, diese Patienten hatten gar nicht dieses Protein mehr, dieses Gen durch diese Mutation. Wir haben da noch ein paar andere Studien gemacht, aber das nur in diese Richtung. Und ja, seit 2016 bin ich in Würzburg und am Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz. Und hier, es heißt Integriertes Forschungs- und Behandlungszentrum und das ist letztlich auch so ein bisschen mein Motto, also nicht nur die klinische Versorgung und Behandlung von Patienten mit Herzerkrankung, genetischen Herzerkrankungen vorwiegend, sondern eben auch die Genetik selber, die Identifizierung von Genen, Gentests und natürlich, wie führt eine spezifische Mutation im Prinzip zur Erkrankung, ne? Die mechanistischen Studien, wozu ich Ihnen jetzt gleich auch noch ein bisschen was erzählen will. Aber das Ganze eben verbunden letztlich, wie man so schön sagt, personalisierte Medizin, ne? Wir wollen möglichst schnell vom Labor zum Krankenbett, diese sogenannte Bench-to-Bedside-Forschung. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Thema, nämlich bei der sogenannten personalisierten Medizin. Genetische Erkrankungen sind dafür natürlich sehr geeignet, sind häufig seltene Erkrankungen, auch die Präzisionsmedizin zu finden. Und hier so ein Übersichtsartikel, ne, relativ neu, was sind die Entwicklungen im kardiovaskulären Bereich und kann man die gegebenenfalls auch nutzen vielleicht für die AAVC? Ich werde Ihnen jetzt so ein paar Sachen dazu erzählen. Einmal geht es nochmal in Richtung Genetik. Was bringt vielleicht die Analyse des gesamten Genoms? Können wir da vielleicht die genetische Lücke, von der vorhin ja schon mal die Sprache war, dass wir gar nicht alle genetischen Ursachen kennen, füllen?
dann werde ich Ihnen ein bisschen was zu Stammzellen erzählen, zu individualisierten Stammzellmodellen und wie man die vielleicht nutzen kann. Dann, wie eben schon angekündigt, die sogenannten Genscheren. Können wir Erbkrankheiten aus dem Körper schneiden und wie? Und ganz zum Schluss nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Gibt es gezielte Therapien oder, also die gibt es nicht, muss man leider sagen, aber wo geht vielleicht die Richtung hin? Genau, jetzt fangen wir an mal mit der Genetik. Sie haben ja gehört, wir wissen heute so ungefähr bei 50% der Patienten mit AAVC finden wir auch die geeignete Mutation. Die Technik dazu, hat der Herr Milding auch schon gesagt, sind heute diese Hochdurchsatz-Screening- oder Analysemethoden, das sogenannte Next-Generation-Sequencing. Und das wird eigentlich auch angewendet, wird auch häufig in den Diagnostiklabors schon angewendet oder eben sehr große Panel mit vielen Genen. Und trotzdem ist es uns mit dieser Technologie meistens nur möglich, einmal natürlich zu identifizieren, was wir kennen, nur die bekannten Gene häufig und auch bei AAVC eben ungefähr 50%. Das Ganze heißt hier Exom, das sind ungefähr nur 1,5% des gesamten Genoms, beinhaltet aber alle Gene, die im Prinzip mal in Proteine des Menschen umgeschrieben werden. Das sind halt bei Menschen ungefähr 20.000 Gene. Das ist sozusagen schon die heute angewendete Technologie. Aber wohin soll es gehen? Und da geht es im Prinzip ums Genom. Das sind dann ist die gesamte App-Information, 3 Milliarden Basenpaare. Technisch ist das eigentlich kein Problem, das wird schon gemacht. Die Frage ist eher, wie wird es ausgewertet und da gibt es immer noch Arbeit zu tun. Aber das Genom hat einige Vorteile, ohne jetzt hier vielleicht im Detail drauf einzugehen. Es ist auf jeden Fall viel besser vergleichbar, also zwischen verschiedenen Plattformen, Instituten und so weiter. Also man braucht tatsächlich irgendwann nur noch einmal die Analyse eines Genoms, vielleicht bei einem Kind am Anfang des Lebens, ein personalisiertes Genom und kann dann immer wieder nachschauen. Und für AAVC ist es natürlich die Chance, doch noch auch mehr zu finden, das Schließen der genetischen Lücke sozusagen. Was haben denn die, bei denen wir keine Mutation finden? Beispielsweise, das sind natürlich Forschungsstudien, es gibt in Bayern jetzt das Projekt 1000 klinische Genome, wo man eben auch Patienten, die noch eine ungeklärte genetische Diagnose hatten, mit einschließen kann und gucken kann, ob man da vielleicht eine Lösung findet. Genau, vom Gen zur Erkrankung und das ist im Prinzip, womit ich mich viel beschäftige. Das Bild haben wir auch schon mal gesehen. Wenn man die Krankheitsmechanismen untersuchen will, braucht man Modellsysteme. Ne? Da gibt es die Zellen, Gewebemodelle und ganz häufig benutzt man Modellorganismen, häufig Mausmodelle, um eben herauszufinden, wie ein spezifisches Gen am Ende zur Erkrankung führt. Und was man dann gemacht hat, ist, dass man diese ganzen desmosomalen Proteine, diese Zell-Zell-Kontakt-Proteine einfach ausgeschaltet hat in der Maus oder da Mutation eingebracht hat. Und dann geguckt hat, wie sieht denn das Herz aus? Und man kann da ganz gut die Erkrankung nachbauen. Also man sieht die Effekte, man sieht, dass auch diese Prozesse in der Maus stattfinden. Und davon hat man natürlich schon viel gelernt. Man weiß, dass Prozesse wie Degeneration, Entzündung, dass sich verschiedene Zellen in andere Zellen umwandeln, dass da metabolische Veränderungen vorgehen und dass natürlich auch bestimmte Signalwege eine Rolle spielen. Aber Maus, wie gesagt, ist nicht Mensch und eine Entwicklung der Zukunft, oder nicht der Zukunft, eigentlich schon der Gegenwart, muss man sagen, sind sogenannte patientenspezifische Modellsysteme. Das ist eine Möglichkeit, ein Modellsystem genetische Erkrankungen von einer spezifischen Patienten nachzubauen sozusagen. Man nimmt eine Hautzelle und kann daraus eine Herzmuskelzelle herstellen unter Beibehaltung der genetischen Information. Und wem haben wir das zu verdanken? Die haben auch 2012 hier schon den Medizinnobelpreis bekommen. Hier der Herr Yamanaka und was der, ganz kurz versuche ich es mal zu erklären, also in der
in der Entwicklung eines embryonalen Entwicklung eines Organismus, zum Beispiel des Menschen, gehen wir ja von Zellen aus, die alles können, ne, sogenannten pluripotenten Zellen. Und die differenzieren sich dann in die verschiedenen Gewebe, ins Gehirn, ins Herz und so weiter. Und normalerweise ist dieser Prozess nicht rückgängig zu machen, ist ja auch eigentlich nicht nötig, aber was die eben entwickelt haben, ist, dass man jetzt eine Hautzelle oder eine Blutzelle nimmt und die im Prinzip rückprogrammiert in eine Zelle, in diese sogenannte iPS-Zelle oder in die induzierte pluripotente Stammzelle. Und die kann plötzlich wieder alles. Die ist wieder fast wie eine embryonale Zelle und die kann man dann wiederum in sogenannte Herzmuskelzellen oder Gehirnzellen im Prinzip differenzieren. Und das klingt jetzt zwar sehr exotisch, aber das Tolle an diesem System ist, dass es nicht nur drei Labore auf der Welt machen, sondern dass man das im Prinzip relativ leicht umsetzen kann. Und so machen wir das auch. Wir können Biopsien nehmen, Hautbiopsien von Patienten, zum Beispiel mit AVC. Daraus gewinnen wir dann sogenannte Fibroblastenkulturen und dann passiert diese ganze Rückprogrammierung der Zelle in diese pluripotente Stammzelle, das sieht man hier. Und dann dauert es im Prinzip 7 Tage und man kriegt da schlagende Herzmuskelzellen. Und das ist schon ganz beeindruckend, wenn man das dann sieht. Und dann kann man natürlich das weiterentwickeln. Hier, wir haben dann, nochmal zurück. Genau. Dann kann man da so Herzmuskelstränge oder auch 3D-Modelle letztlich entwickeln. Aber entscheidend ist für uns, dass wir das benutzen. Einmal natürlich, um das Modell auch irgendwie weiterzuentwickeln. Natürlich braucht man nicht nur Herzmuskelzellen, sondern man braucht auch Gefäße zum Beispiel oder Bindegewebe und so weiter. Also da ist noch einige Entwicklung nötig, um das richtige Modell dann auch zu haben. Aber entscheidend ist, dass man an diesen Zellen dann eben Mechanismen und Funktionen untersuchen kann. Gucken kann, was passiert denn mit diesen Herzmuskelzellen, wenn man ein bestimmtes Gen ausschaltet oder wenn man eine bestimmte Mutation hat letztlich. Aber noch wichtiger sind im Prinzip, dass man Therapien testen kann in individuellen Modellen letztlich. Wir haben jetzt hier so ein spezifisches Peptid, was wir wissen, was Desmosomen stabilisiert und testen das jetzt eben in dieser Zellkultur. Natürlich muss man das auch in Tiermodellen und so machen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. So, und jetzt sind wir bei diesen Genscheren und ich habe es jetzt auch hier so provokativ genannt. Können wir Erbkrankheiten aus dem Körper schneiden? Und in der Tat, das funktioniert und es funktioniert eigentlich auch schon ganz gut. Das ist die sogenannte CRISPR-Technologie, also die sogenannten Genscheren. Und was hier passiert ist, dass man tatsächlich gezielt Erbgut im Prinzip verändern kann. Und das zielgenau. Und ohne jetzt hier in die Tiefen einzudringen, passiert das, ist das von den Bakterien abgeschaut und es passiert im Prinzip so, dass man hier, das ist ein bestimmtes Enzym, dieses Cas9-Enzym und das hat hier noch eine vorgegebene Führungs-RNA. Das heißt, dieses Cas9 muss wissen, wo es im Genom hin will, nämlich an die Stelle zum Beispiel, wo die Mutation ist. Und dann kann dieses Enzym tatsächlich genau an dieser Stelle hier schneiden, wo zum Beispiel man dieses Erbgut verändern will. Und dann gibt man im Prinzip wieder Stücke rein von DNA oder dazu und die baut die Zelle dann an dieser Stelle, wo hier die, wo geschnitten wurde, wieder ein. Und so kann man im Prinzip Bausteine, DNA-Bausteine entfernen oder auch Mutationen eben reparieren. Also man kann die im Prinzip, die eingebaute Mutation einfach so verändern, dass sie wieder im Prinzip dem Wildtyp entspricht. Und ja, das klingt jetzt alles wie Frankenstein, aber es ist gar nicht so weit weg, muss man sagen. Und jetzt geht es hier nicht weiter, hier. In der Zellkultur zum Beispiel hatte ich Ihnen gerade diese Stammzellen vorgeführt und im Prinzip nutzen wir das System da, nämlich indem wir zum Beispiel diese Stammzellen mit dieser Mutation reparieren und haben dann im Prinzip den richtigen Vergleich. Wir haben dann ja letztlich die Mutation und dazu diesen sogenannten Wildtyp und umgekehrt können wir in diesen Wildtyp auch eine Mutation einbringen.
Und dann differenzieren wir diese Kardiomyozyten, die ich Ihnen gezeigt habe, und dann vergleichen wir, was ist denn der Unterschied zwischen der mutierten Form und letztlich dem Wildtyp. Und das klappt in der Zellkultur schon ganz gut. Ja, klingt jetzt vielversprechend, aber ist das was, was wirklich auch eine Zukunft hat? Und man kann sagen, ja, da sind die Entwicklungen sehr weit oder zumindest in Gange. Es gibt noch einige Hürden, auf die ich hier vielleicht gar nicht weiter eingehen möchte. Entscheidend ist natürlich, wie bringt man das System in den lebenden Organismus zum Beispiel, in Viren, wie bringt man es in das richtige Gewebe? Und dann ist auch das Problem bei Zellen, zum Beispiel wie Herzmuskelzellen, dass die sich nicht weiter teilen, also wie effektiv ist das System. Aber vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört. Ganz viel wird da geforscht an der sogenannten Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Und da arbeiten sehr viele Arbeitsgruppen in der Welt dran. Das ist eine x-chromosomale Erkrankung, wo es im Prinzip zum vollständigen Verlust von diesem Dystrophin-Gen kommt. Und da werden diese ganzen Technologien mit Hochdruck auch angewendet. Und man konnte in einem Mausmodell auch zeigen, dass man im Prinzip diese Gene reparieren kann und das Dystrophin in der Maus auch wieder herstellen kann. Und hier habe ich, weiß nicht, ob man das sieht, aber das sieht man ja, mal so ein Bild gezeigt. Ne? Das ist normales Herz und das, was Sie hier rot sehen, ist im Prinzip das Dystrophin im Herzen und das ist es im Muskel. Ne? Und in dieser Maus, die heißt MDX-Maus, da fehlt das Dystrophin hier. Und dann hat man tatsächlich diese CRISPR-Technologie hier angewendet, hat damit im Prinzip in dieser Maus das Gen repariert. Und man sieht dann, dass es tatsächlich das Dystrophin wieder da ist in den Muskelzellen. Und das ist sicherlich was eine Zukunft hat. Ob es immer sinnvoll ist, auch bei AVC, das ist natürlich wieder eine andere Frage. So, das ist schon mein letztes Slide hier. Also gezielte Therapien am Horizont. Ich habe Ihnen mal gerade die Genreparatur erzählt. Das ist eben eine Technologie, die direkt auf das Erbgut greift letztlich. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten der Ansätze auf molekularen Mechanismen hin. Ne? Und da gibt es auch einige Arbeiten, die bestimmte Signalwege, sagen wir mal, treffen oder eben da Zielmoleküle, zum Beispiel so ein spezifischer Inhibitor hier, der einen spezifischen Signalweg aktiviert. Und da gibt es ganz vielversprechende Arbeiten so im Mausmodell und im Modellsystem. Auch im Fisch ist das getestet worden. Ob das mal was wird, was auch in den Menschen geht, das weiß ich nicht. Und dann gibt es noch neue Therapien, auch eben unter Testung und Nutzung dieser iPS-Zellmodelle, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Genau, zum Schluss vielen Dank und ich möchte noch mal auch darauf hinweisen, wir haben wie gesagt ein Zentrum, wo es um genetische Herzerkrankungen, um Klinik, aber auch um Teilnahme natürlich an Forschungsstudien und Weiterentwicklung und so weiter gibt in Würzburg. Dankeschön.